Willkommen zu Nerden und Spielt. In Transport Fever fange ich jetzt mit der zweiten Kampagne an. Das junge Jahrhundert hält allerlei aufregende Entdeckungen bereit, die den gesamten Transportsektor revolutionieren. Erlebe die rasante Entwicklung dieser erfindungsreichen Epoche. Schauen wir uns mal an. Das Jahrhundert ist noch jung, doch tun sich wundersame Dinge. Da und dort basteln findige Geister an gar kuriosen Geräten mit nur einem Ziel, nichts weniger als die Schwerkraft zu überwinden. Ganz vorne mit dabei beim Wettlauf um die Eroberung der Lüfte ist die Grande Nation namens Frankreich. Hier wurde immerhin die altehrwürdige Montgolfiere erfunden. Schauen wir uns mal an. Sieht so aus, als müssten wir jetzt was mit Flugzeugen machen. So, los geht's. Irgendwas in Frankreich. Irgendwas mit Flugzeugen. Die Zeit ist reif für große Taten. Oh, Eiffelturm. Du bist in technischen Belangen talentiert. Sowieso. Und hast gerade ein kleines Transportunternehmen geerbt. Doch warum am Boden kleben bleiben? Einige Experimente mit neuartigen Fluggeräten sind bereits geglückt. Bald wird der erste Aeroplan durch die Lüfte gleiten. Sorge dafür, dass Frankreich diese Ehre zuteil wird. Dein Freund Louis Blériot, ein Mann mit einem ganz besonderen Gemüt und einem ebensolchen Schnurrbart, hat ein Projekt. Er will das erste funktionierende Flugzeug in der Geschichte konstruieren. Das nötige Kleingeld, das er für dieses Unterfangen braucht, beschert ihm seine Autolampenfabrik, wenn er nur genug Autolampen verkauft. Hilf ihm dabei. Sorge dafür, dass die Fabrik deines Freundes gut läuft, damit er die Gewinne in die Entwicklung seines sehr vielversprechenden Fluggeräts investieren kann. Okay. Maschinenfabrik mit Stahl, damit sie 15 Maschinen produzieren kann. Da ist die Maschinenfabrik, da muss Stahl geliefert werden. Da ist Le Mans Sägemühle. Dann ist London, Dover. Da ist Paris, das ist der Eiffelturm, wie witzig. Ein kleines Dörfchen mit dem Eiffelturm. Das ist ein Stahlwerk. Da gibt's Stahl. Und das muss ich dahin liefern. Thank you.
Straßen auch verbunden sind. Ganz gut aus. Dann bauen wir jetzt relativ einfach, dann können wir jetzt hier ein Zugdepot hinkriegen. Das mit Gleisen in beide Richtungen verbinden. Fahrzeug kaufen. Da kriegen wir Stahl. Oh! Acht, zwölf, 16, aber ruhig 20 Kapazität. Jetzt kaufen. Wir wollen eine neue Linie von Paris nach Le Mans. Bin ich gespannt. Ja. Gehen sollen. Ja. Champagner hergestellt. Champagner wollen sie alle haben. London haben wir noch. Die muss ich wahrscheinlich nachher noch sich den Champagner nachher mit dem Flugzeug hin und her transportieren.
Dank deiner Unterstützung ist es Herrn Blériot gelungen, ein erstes Modell zu entwickeln. Allerdings scheint er dem Konstrukt noch nicht vollends zu trauen und hat dich gebeten, den ersten Flugversuch zu wagen. Okay, da soll ich jetzt ein Flugzeug kaufen. Es gibt auch nur eins. Das kann ich jetzt auch nicht tun. Ja, sagt mir zwar, dass der nicht weiß, wohin fliegen soll. Flugzeug abheben lassen. Es fliegt! Hurra! Welch erhabenes Gefühl! Nur die Landung könnte etwas eleganter sein. Daran wird dein Freund noch arbeiten. Das erste Modell, oder was davon übrig ist, will der französische Aeroclub erwerben. Drüben, verkauft. Jenseits des Atlantiks, sollen die Gebrüder Wright bereits vor dir erfolgreich mehrere Flüge absolviert haben. Angeblich. Sie wollen, ihr können demnächst in Le Mans demonstrieren. Zeige diesen Yankees, wer die wahren Helden der Lüfte sind. Hilf mit ein noch besseres. Der Antrieb, das Fabrikat eines überaus exzentrischen italienischen Motorradherstellers, könnte noch einige Modifikationen vertragen. Bringe die nötigen Teile zu Herrn Blériots Werkstatt. Meine Sache ist da. Machen wir mit LKWs. Brauchen wir noch ein Straßenfahrzeugdepot? Kaufen wir 5. Das ist schneller. Sollten wir jetzt schon mal anfangen, die Linien zu benennen. Linie 2 brauchen wir nicht mehr. Linie 1 ist Stahl. Linie 3 ist Kunde. Das wird ohne X geschrieben. Da lassen wir noch abliefern und dann lassen wir ihn mal zurück ins Depot. Und das Fahrzeug, oder kann ich das Fahrzeug verändern? Kann ich abhacken, dann gut.
schon 19:30 muss ich liefern. Jawohl, nimm den kürzeren Weg. So, die Produktion dann auch angekurbelt. Aber bis die Maschinenteile geliefert sind, dürfte es einen Moment dauern. Es ist soweit. Gleich wirst du dich mit den Amerikanern messen. Allerlei neugieriges Volk will sich dieses Spektakel ansehen. Richter in Linien, die 30 Schaulustige zur Veranstaltung in Le Mans zu bringen. Das ist die Veranstaltung. Das machen wir noch. Also. Quelle horreur, das Bijou des Louvre. Das Bildnis der Mona Lisa ist entwendet worden. Die Museumsverwaltung ist verzweifelt. Finde das kostbare Gemälde und mache die Verantwortlichen dingfest. Spur führt zu einer Gruppe von Kunstschaffenden. Sie sollen das Bild aus Protest gegen das altmodische Kunstverständnis der Elite geklaut haben und sind in Reims zu finden. Falscher Alarm. Die Kunstschaffenden behaupten, sie verehrten die Mona Lisa. Vielmehr seien die Schuldigen im Umfeld italienischer Patrioten nahe Dover zu suchen. Sie wollen das Gemälde heim nach Italien bringen. Dover? Die italienischen Patrioten wollen nichts mit der Sache zu tun haben. Okay. Zufällig will einer von ihnen neulich nachts nahe des Louvre eine Gestalt gesehen haben, die etwas unter ihrem Mantel verbarg und eilends den Zug Richtung Le Mans bestieg. Ha! Ein im Museum angestellter Handwerker war es, der das Kunstwerk klaute und bei sich zu Hause in der Wand versteckte. Er hatte sich unsterblich in das geheimnisvolle Lächeln der Mona Lisa verliebt. Aha. Gut, dann machen wir das mit dem Publikum. Das nächste Mal.